Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Guide-Video präsentieren. Heute geht es um die Traditionsausrüstung für die Terrain-Eye. Und da habe ich eben die Questreihe schon gespielt gehabt. Für die Leute, die ja wissen wollen, wie das Ganze funktioniert, ihr braucht als allererstes mal einen Trainer-Charakter. Soweit ich weiß, müsste auch Stufe 50 funktionieren. Meiner ist jetzt tatsächlich auch Stufe 70, aber es müsste mit 50 aufwärts quasi gehen. Und ja, das Ganze beginnt in Sturmwind als Allianzler. Gut, Trainer sind nur Allianzler. Und zwar bei der Botschaft hier vorne auf den Koordinaten 59, 82. Jetzt mit Patch 10.2.7 wurde die Questreihe eingefügt. Ich war jetzt da so, ja, für knappe 40 Minuten war ich dran an der Questreihe mit den ganzen Dialogen, die ich mir angehört habe. Und als Belohnung erhaltet ihr zwei Sachen, die können wir uns jetzt einmal anschauen. Zum einen kriegt ihr ein bisschen T-Mock-Sets. Einmal das, was ich schon getemockt habe. Die Waffen gehören übrigens nicht dazu, die habe ich mir jetzt so selber mal rausgesucht. Und ja, ihr habt einmal so ein violettes Set und dann haben wir noch das orange Set. Ne? Da ändern sich dann quasi auch die Kristalle hier oben, wie ihr seht. Sieht ganz cool aus. Es gibt dann auch noch den Kopf mit so einem Schleier vorne dran, den man sich quasi dann auch noch zusätzlich, den es zusätzlich dazu gibt. Und was wir auch noch kriegen, ist ein Spielzeug und zwar Drenaischer Holostein. Bringt euch zurück nach Waldraken, sprecht mit einem Gastwirt um einen anderen Ort. Genau, also es ist einfach nur ein Ruhestein für die Drenai, aber da werde ich dann auch nochmal ein kleines Video aufnehmen für meine Toy Guide Reihe. Genau, also das sind soweit Belohnungen. Und ja, die Quest ist auf jeden Fall zu empfehlen, ist alles vertont, ist auf jeden Fall eine schicke Sache. Gut, das waren jetzt die Infos, die ich euch so geben wollte für das Ganze. Viel Spaß beim Nachspielen. Und wenn ihr die Questreihe sehen wollt, ich hänge es euch einfach hinten mit dran, dann könnt ihr da gerne ein bisschen reingucken, wie ich durch das ganze Ding durchgespielt habe. So, dann legen wir mit der Questreihe los. Und zwar befinden wir uns einmal in Sturmwind auf den Koordinaten 53, 15. Und hier sind wir quasi vor der Botschaft. Da gehen meistens immer diese ganzen Traditionsausrüstungsquests los. Und ja, jetzt haben wir hier eine Quest liegen. Und was haben wir da? Magisches, versiegeltes Paket, das klicken wir mal an. Und wir müssen einmal auf die Exoda. Oh, steht der Holostein noch auf Stumm? Ah, nein? Gut, gut. Wenn ihr dies hört, kommt schnell zu Exodar. Ich brauche eure Hilfe bei einem Projekt. Okay, also einmal auf die Exo da. Wir haben zum Glück auch einen Ruhestein. Sowas liebe ich immer, ne? Wenn du nicht dann quasi manuell hin musst. Was haben wir denn da? Burning Crusade? Da seid ihr ja, Champion. Ich dachte schon, der Holostein, den ich euch schickte, war nicht genug geladen. Ach, die müssen wir aufladen. Oh, war ja nett, dass der Akku von meinem Ruhestein mal leer geht. Kommt, unterhalten wir uns. Wurdet ihr nicht über den Anlass informiert? Der Prophet hat verkündet, dass wir das Tishamat feiern. Heute. Tishamat? Habe ich noch nie gehört. Hört sich aber wichtig an. Hört sich so an, ob es was zum Essen gibt. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Wir müssen, glaube ich, einmal nach oben, oder? Moment. Ah, nee, wir müssen hier was aufklauben. Was durchstöbern. Ihr wisst sicher noch, dass das Tishamat auf Argus jährlich stattfand. Eine Zeit, den Ballast der Vergangenheit zu reflektieren, daraus zu lernen und nach vorn zu blicken. Es wurde seit Jahren nicht mehr gefeiert. Doch der Prophet will die Tradition wiederbeleben. Und jetzt ist genau die richtige Zeit dafür. Okay. Unsere Zeit ist gekommen. Unser Projekt passt gut zum Tishamat. Deswegen hat Velen uns gebeten, es bei den Feierlichkeiten allen vorzustellen. Aber wir können nichts vorzeigen, wenn der Emitter nicht funktioniert. Schließt die Arkonit-Kristalle an. Vielleicht lädt ihn das auf. Ja, dann machen wir das mal. Ich fühle mich so ein bisschen impostermäßig, wenn der erzählt, ihr wisst doch bestimmt noch das Fest. Ich denke, ich habe noch nie davon gehört, aber okay. Gut, der Emitter funktioniert. Jetzt brauchen wir die Präsentation und einen Moderator. Ich leihe euch meine Stärke. Die Vindikar steht euch zu Diensten. Atania kann stur wie ein Talbock sein. Lasst euch auf keinen Fall von ihr abwimmeln. Schnell jetzt! Nutzt falls nötig meinen Holostein. Okay, nice. Wir haben wieder einen Ruhestein bekommen, wo wir uns... Oder einen Holostein... Jetzt müssen wir nach Shattrath, oder?
Ah, deswegen wahrscheinlich der Burning Crusade Ladebalken. Okay. Da haben wir sie direkt. Ach, das ist doch schön. Wenn ihr mich stören wollt, solltet ihr wissen, dass ich einen Bogenschweißer und keine Geduld habe. Droht uns, kann das sein? Ja, ja. Arkenon Poros. Arkenon Poros. Ich sagte Romul schon, dass die Pläne fertig sind. Aber wenn er auf der Exodar auf mich wartet, kann er lange warten. Meine Arbeit ist in Shadrath. Ich werde sie nicht für eine veraltete Tradition unterbrechen. Och, ganz schön bockig. Mir reicht's. Noch nehmt den Kristall von Berun. Dann verlasst meine Werkstatt. Eines Tages hilft meine... Es ist einen Versuch wert. Doch wenn das Tishamat sie verärgert, könnte es nicht funktionieren. Arkenon Poros. Okay, was muss ich jetzt machen? Hallo. Ich muss einen Trainer-Mitarbeiter finden. Und wo kriege ich den her? Als oberste Konstrukteurin bin ich sehr beschäftigt. Ach, da hinten muss ich hin. Ah, okay, ich dachte jetzt, einer von denen ist der Mitarbeiter. Merk schon, die haben keinen Bock auf alte Traditionen hier. Aber da ich gehört habe, am Ende gibt es ein Toy, müssen wir das auf jeden Fall machen. Also ich bin hier der beste Mitarbeiter, wenn es eine Belohnung gibt. Ihr da, habt ihr eine Hand frei? Na einige klar. Kisten unserer Ladung wurden vom Wagen gestoßen. Netter Sturm, Drenit, ist schrecklich. Wir hätten die Kisten verstärken sollen. Aber schön, dass wir mal wieder hier nach Burning Crusade kommen. Recht passend tatsächlich bei den Drenern. Danke. Wir übernehmen die Kisten. Ihr könnt diese Drenit-Fragmente zu den Kristallschmieden bringen. Mama, wo sind die Kristallschmieden? Das ist einfach die ganz normale Schmiede, oder? Schätze ich mal. Öffnet euer Herz, dem... Nee, das ist die Kristallschmiede. Jeder Tag ist ein Segen. Ah, die verschollene Lieferung. Sagt der obersten Konstrukteurin, dass wir das nach dem Tishamat verarbeiten. Wir schließen über die Feiertage. Meie, selbst in WoW haben es Feiertage, wo nicht gearbeitet wird. Schau mal an. Okay, jetzt müssen wir wieder nach oben. Denen sagen, hier wird nichts gearbeitet, weil Feiertag ist. Schau mal, wie die das auffasst. Ja, Arkenon Poros. Ach, ihr? Wenn ich Hilfe bräuchte, hätte ich darum gebeten. Meine Arbeit ist sehr präzise. Ich brauche keine ungeschickten Novizenhände. Berun, holt den Kristall. Bringt ihn zu Romul. Sagt ihm, ich bleibe dem Tishamat aus gutem Grund fern. Ja, oberste Konstrukteurin. Kommt, Champion. Ich hole euch den Kristall. Passt auf den euch Typen auf. Nehmen wir mit. Dionys, der kann was. Wie befürchtet. Es ist nicht ihre Arbeit. Es ist das Tishamat selbst. Hat er deine Echse auf der Schulter? Das Tishamat ist eine Zeit des Erinnerns. Und des Loslösens vom Geschehenen. Sie verlor ihren Vater, Exarch Hataru, bei der Belagerung. Das Thema betrübt und erzürnt sie. Atanya mag noch nicht bereit für das Tishamat sein, aber vielleicht können wir helfen. Also ich muss sagen, ist erstmal cool, dass alles vertont ist. Und der Typ hat einfach so eine Echse auf der Schulter, habe ich auch noch nicht gesehen. Und er hat einen relativ fancy Gürtel an, wie ich das gerade sehe, hier mit Taschen und mit so einer Totenkopfschnalle. Mit ein paar Messer drin, also hier für die Details, da haben sie sich mal Mühe gegeben. So, wo muss ich denn jetzt hin? Wir müssen zum Auchhindun. Ich will auch so eine Echse auf der Schulter haben. Oder irgendwelche anderen Viecher. Das hat tatsächlich was. Wahrscheinlich müsste man sie auch kennen von den Namen, weil ich mit Namen jetzt nicht so bewandert bin, ne? Die Konstruktorin mir jetzt eher weniger. Grüße. Auch dies wird vorübergehen. Danke, Nemuran. Könnt ihr mich jetzt sehen, Champion? Ich kann die Seelen der Toten hören. Warte, war das nicht einer von den Bossen in hier? In einer der Innis? Ich meine ja, ne?
Warte mal, hieß der nicht Nun so? Nun gibt es keinen Weg zurück. Jetzt weiß ich bloß nicht mehr, welche von den vier das war. Aber da war eine mit so Draenei-Geistern. War das Managoth? Nee, Managoth war dies mit den Astralen. Auch in Krypta. Ja, das ist sogar der Endboss da. Ah, hier mit Namen? Doch nicht so schlecht. Daran kann ich mich erinnern. Okay. Die Toten sprechen zu denen, die zuhören. Trefft mich auf den oberen Ebenen. Wir werden dort mit den Geistern sprechen, um sie auf die Reise vorzubereiten. Vielleicht sagen mir die Dungeon-Bosse eher was, weil ich ja da Temok gefarmt habe, ne? Und da doch das ein oder andere Mal drin war. So, oberen Ebenen, aber anscheinend ist das nicht ganz weit oben, sondern hier irgendwo. Das ist das Grab von Exarch Laruhir, dem General des Propheten. Sprechen wir zuerst mit ihm. Okay. Mal was er zum Sagen hat. Er verteidigte Shadrath bis zum Tod. Die Geister suchen noch immer seinen Schutz. Wir müssen sie zur Ruhe betten. Die Orks werden aber ganz schön böse dargestellt hier in Rot. Okay, dann beruhigen wir mal ein paar Geister. Alles Opfer hier, seht ihr das? Kümmern wir uns um die ganzen Opfer. So, warte mal, ich klicke mal die anderen Quests hier weg, dass wir das ein bisschen besser sehen. Er willigt ein. Versiegelt seine Urne mit dem Mal von Doré. Doré, war das nicht einer von diesen... Möge das Tishamat die Schuld von Laruhir nehmen, Shadrath nicht gerettet zu haben. Doré war einer von den Naru, ne? Wenn ich mich nicht ganz irre. Also hier haben wir noch einen Kristall, den klicken wir auch noch an. Ach, okay. Wo fliegt uns das jetzt hin? Ah, seht ihr? Hier ist einer von den Naru. Boah, ich sag noch, schlechtes Namensgedächtnis, ne? Jetzt auf einmal hier legt er los. Sprechen wir jetzt mit Exarch Kelios, dem ersten Verteidiger und der Bastion von Karabor. Er bekämpfte das Dunkel dort, aber es folgte ihm in den Tod. Er leuchtet sein Grab. Vorsicht! Je kleiner die Flamme, umso schneller brennt sie ab. Oh, ich glaube, jetzt haben wir den Dialog ein bisschen abgewürgt. Ich glaube, da muss ich mal warten. Achso, ich muss jetzt alles anklicken, bevor es abbrennt. Also ich muss erst wahrscheinlich die großen Kerzen anklicken und dann die kleinen. I see. Ah, das ist so ein bisschen auf den Timer. Na gut, vielleicht reicht's auch so. Jetzt schauen wir mal. Kelios stimmt dem Tishamat zu, versiegelt seine Urne. Möge Kelios das Dunkel nicht mehr fürchten und das Licht sein Leid lindern. Okay, dann können wir weiterfliegen. Ah, Restalan, Laruhirs Mentor. Seine Geschichte ist voller Blut und Verrat. Sprechen wir mit ihm. Also die sagen mir jetzt alle gar nichts. Er gab den Orks unwissentlich die Waffe, die ihn vernichtete, und Telmor. Wir müssen seine Schuld tilgen. Er sieht aus wie Durotar, oder? Hier mit diesem... Ich glaube, das ist das Model von Durotar. Ein Wunder, dass seine Seele dieses Wüten überstand. Er willigt ein. Bitte, versiegelt seine Uhr. Es mag viele Tishamats dauern, bis Restalan ruhen kann. Aber ich werde ihm helfen, was auch passiert. Ich würde meine eigene Seele aufgeben, um mein Volk zu schützen. Danke für eure Hilfe, Champion. Das Grab von Exarch Hataru ist gleich gegenüber. Folgt mir. Ich glaube, wir schauen jetzt hier bei jedem vorbei, kann das sein? Also No-Name-Charaktere. Gut, wahrscheinlich kennt man die, aber die sagen mir jetzt tatsächlich alle nichts. Vielleicht sind es auch Dungeon-Bosse, aber... Exarch Hataru hat sein Leben akzeptiert. Seinen Tod, seine Erfolge...
und seine Fehler. Richtet eure Bitte an ihn. Mein Volk könnte so viel mehr sein. Brauchen wir ihm jetzt einen Schatz, oder wie? Ja, schauen wir mal, was da drin ist. Ich spüre, dass Exarch Ataru nur bereut, seine Tochter zurückgelassen zu haben. Das Geschenk des Exarchen seiner Tochter zu überreichen, könnte beiden Frieden bringen. Ah, das ist der Vater von der einen, die uns da so ein bisschen angepumpt hat. Okay, ich sehe. Hätten wir ja gleich zu dem fliegen können. Na gut. Ich vermute, jetzt müssen wir der Tochter das Ding überreichen und dann ist sie hoffentlich uns positiv gegenüber eingestellt, dass sie mitkommt. Und schauen wir mal. So, schauen wir mal, was sie spricht. Ach, beim Licht. Warum seid ihr zurück? Jetzt pampert ihr nicht rum, ich hab was für dich. Mir reicht's. Noch eine... Ach, was ist nur los mit euch? Ich sagte, ihr sollt gehen. Und ihr plündert das Grab meines Vaters? Atanya, ich habe sie geschickt. Exarch Ataru würde euch dies hier nicht wünschen. Er würde wollen, dass ihr unter eurem Volk seid und zeigt, was ihr erschafft. Und nicht, dass ihr euch hier einsperrt. Was? Ich? Naja, einsperrt, ne? Hier, die ist komplett draußen, aber okay. Wir verstehen, als was du meinst. Als oberste Konstrukteurin bin ich sehr beschäftigt. Mein Vater war der größte Konstrukteur Draenors. Er lebte für Shadrat und starb dort. Manchmal frage ich mich, ob ich auch so ende. Aber das werde ich nicht. Die Stadt, die ich entworfen habe, ist, was diese sein sollte, was sie sein könnte. Ich werde den Datenkristall zu Exodar bringen, zum Tishamat. Na wunderbar, wir haben sie überzeugt. Dann auf geht's. Tishamat. Es ist so eine Art Tag der Toten, oder? Wenn wir jetzt bei den ganzen Geistern waren. Schön, dass ihr hier seid, oberste Konstrukteurin. Ihr erspart mir Kopfschmerzen. Übertragen wir die Pläne, bevor ich es mir anders überlege. Kommt. Danke dir fürs Followen. So, dann schauen wir mal. Sogar auf Azeroth sind Dämonen dreist. Mutig. Wir kämpfen, wir überleben. Den Hamut, den kenne ich. Der ist auf Argus, glaube ich, unterwegs, der Kollege. Die Sinistren werden nicht aufgeben. Nehmt diesen Mannerochen. Wir treffen Wellen gemeinsam auf der Blutmythos-Insel. Ah, jetzt geht's hier noch weiter. Das ist anscheinend doch ein bisschen eine längere Quest, so wie es aussieht. Also, jetzt geht's ab zu Wellen. Von mindestens 4 Satyr-Angriffen auf Draenei, auf der Azur-Mythos-Insel, seit dem Morgen. Ich dachte, wir schauen jetzt irgendeinen Film an. Die haben einen Projektor, haben sie schon aufgebaut. Ich wollte die Verteidiger zusammenrufen, aber Wellen will keine Panik auslösen und das Tishamat trüben. Er will die Satyren heimlich zur Blutmythos-Insel zurücktreiben, um Reisende zu schützen. Vorerst. Aber Wellen weiß, dass er Hilfe für seine Bemühungen braucht. Also rief er mich und andere Verbündete zu Hilfe. Schauen wir mal, wer die anderen sind. Wir sind Experten im Töten von Dämonen, wie auch ihr. Mit eurer Hilfe sollten wir es schnell schaffen. Und leise. Leise, dass keiner was mitkriegt. Diese Verderbnis durch den Absturz der Exodar ist seltsam. Stimmt. Die Nether-Energien, die aus dem Schiff fließen, erschweren die Reinigung der Blutmythos-Insel.
Schau mal, jetzt ist hier einer von diesen roten Drehnein, ne? Da gab es ja auch eine Quest vor ein paar Patches, die habe ich gemacht. Argus wird immer unser. Die waren ja ziemlich verfeindet hier, die beiden Fraktionen, aber jetzt anscheinend alles wieder gut. Ohne Glauben ist der Kampf. Ja, lass mich mal raten, wir müssen was aufsammeln, was umhauen. Beschreitet den Pfad. Warum habt ihr diesen Dämonen so lange erlaubt, diese Gegend zu verseuchen? Uns fehlten Zeit und Ressourcen, um sie auszurotten. Andere Bedrohungen zehrten an unseren Kräften. Ihr Opportunismus endet heute. Ich werde sie alle persönlich abschlachten, wenn ich muss. Okay, dann sagt er, will alle persönlich abschlachten, bleibt aber im Lager stehen, weißt du, genau mein Humor. Also wie ich es mir dachte, wir sammeln was auf und wir töten was. Ganz was Neues in WoW. Ding ist, hier auf der Blutmythos-Insel, da kannst du ja nicht fliegen, ne? Deswegen, hier können wir auch keinen Drachen reiten oder so auspacken, da müssen wir wieder per Fuß quasi rum. Aber ich habe hier einen Schamanen, Geisterwolf regelt. Ja, das ist zwar jetzt auch nicht so super duper Gear, aber für die Questreihe soll es eigentlich reichen. Hat der irgendwas 470? Ja, es geht. Also wir brauchen ein paar Knochen und ein paar Totems, so wie es aussieht. Naja gut, das Gebiet ist schon relativ groß. Raubchance eher so mittel, würde ich jetzt mal sagen. Hinten ist nochmal ein Totem. Questreihe ist doch länger, als ich dachte, ne? Ich denke mir, hier kommen jetzt doch noch ein paar Quests. Aber bis jetzt auf jeden Fall recht positiv, ne? Dass sie das alles vertont haben. Ich würde mir das teilweise bei normalen Quests halt auch wünschen, aber ja, Blizzard macht das halt nur bei so ein bisschen besonderen Queststrängen, ne? Dass sie Sachen vertonen. Hätte man natürlich noch die ganzen Questtexte durchlesen können und so, aber ja, da hockt man dann immer ewig dran an solchen Sachen. Cool würde ich es halt finden, wenn so ein Questtext, ne, wenn man den annimmt und irgendwo zum Beispiel hier los muss, irgendwelche Mobs umhauen, dass es das so nach und nach vorliest und dass man das sich so nebenbei ein bisschen anhören kann, aber das gibt's leider nicht. Würde ja auch eine KI-Stimme nehmen, ne? Das muss ja nicht extra irgendeinen Sprecher oder so einsprechen. Klar, das ist natürlich dann für Blizzard schon teuer, vor allem wenn sie dann das in allen möglichen Sprachen brauchen bei jeder Quest. Aber das, wenn so eine Standard-KI-Stimme das runterrattert, wäre das auch okay für mich. So, also, 4 Knochen brauchen wir noch und ein so ein Satyr-Totem. Hier sind aber ein bisschen wenig Mobs, ne? Hier können wir nichts zusammenziehen, weckerehen, das wäre noch ganz schick. War jetzt den Ding nicht geskillt, den Erdelementar, aber sollte trotzdem laufen. Normalerweise spiele ich ja hauptsächlich Tank-Charts, ne? Da ist es immer ein bisschen angenehmer. Da kommst du dann, wenn du jetzt einen großen Pull machst, eigentlich seltene Bredouille, dass du da Probleme kriegst. Im DD, naja, kommt doch ein bisschen drauf, das Gear drauf an. So, hier war anscheinend gerade irgendein anderer, hat einmal den kompletten Wald ausgerottet, so wie es aussieht. Na, schau mal, da hinten haben wir noch ein paar infizierte Tiger. Dann erinnert mich so ein bisschen an diese Classic-Drop-Chancen, ne? Wo du dann irgendwie 5 oder 10 von irgendwas sammeln musst, haust 20 Viecher um und hast dann immer noch nichts. Aber ein bisschen schwierig. Klaus, danke fürs Subscriben, ne? Grüße gehen raus. Zum Glück ist dem anscheinend wurscht, was für Knochen das sind, ob das jetzt hier von den Bären oder von den Tigern sind. Ah, wunderbar, sind wir da schon mal fertig? Okay, jetzt gucken wir mal, was wir als nächstes machen dürfen. Gehen wir mal zu dem Typen und geben die Quest ab, der ja hier alles persönlich umbringen will, ne? Weil ich glaube, ja. Der hat hauptsächlich auf dieser Türen abgezielt. Jahre jagten wir unsere eigenen Leute. Es könnte diese Zeit und mehr kosten, das wieder gut zu machen. Fürchtet die Tiefe der Verderbnis in diesen Tieren. Das ist nicht das Werk niederer Dämonen. Hinter diesen Angriffen steckt also eine größere Bedrohung? Ja. Diese Kristalle wurden zu Teufelskondensatoren umgebaut. Das war ein Konstrukteur der Manari. Ganz sicher. Das Licht wird euch den Weg leuchten. Tarzal, ihr sucht im Satyr-Lager im Norden. Champion, Hatun, folgt mir. Wir suchen im Lager im Westen.
Natürlich. Hatun, nehmt diesen Sargarit-Splitter. Er wird euch zur Teufelsmagie der Manari führen. Sargarit? Wenn ihr glaubt, das hilft, Arzal. Ich werde euch anhören. Okay, wo muss ich jetzt hin? Na gut, da müssen wir jetzt persönlich hin. Also es hilft jetzt leider alles nichts. Ach komm, das ist erst ein paar Mobs und schon mounten sie mich ab. Habe ich anscheinend keine so eine Mount-Ausrüstung drin, ne? Da kannst du ja immer diesen Day-Schutz reinsetzen, aber da war ich immer ein bisschen faul für. War das gerade? Da war gerade irgend so eine Fläche, wo ich was suchen kann. Ah, schau mal. Ein Tarnzauber? Feige Legionstaktiken. Warum habt ihr den zuvor nicht gesehen, Wellen? Ich weiß nicht, doch wir müssen ihn zerstören. Der Wählen. Einfach versagt. Der Prophet, der alles voraussehen soll, ne? Hat ihn nicht gesehen. Schauen wir mal, ob wir die Mobs ignorieren können oder ob wir hier. Hinten ist es. Ah, ne, die müssen wir machen. Alle Eindringlinge werden vernichtet. Ja, gut, die sind aber auch relativ riesiges Geld, ne? Ihr habt es zugelassen, dass Teufelskondensatoren die Verderbnis auf der Blutmythos-Insel verbreiten? Warum? Um die Rangari zu schützen, holte ich sie von der Blutmythos-Insel. Ihr Leben war mir mehr wert. Ich stehe dazu. Was sind denn die Rangari? Keine Ahnung, wer das ist. Ich sag's euch, wie es ist. So, wo ist jetzt der letzte Kristall? Wahrscheinlich da hinten, oder? Ich guck mal. Ah ja. Gut aus, ich glaube, da hat jemand anderer schon die ganzen Mobs weggemacht. Das war's. Der Sargarit-Splitter zeigt hier keine Energien mehr an. Stimmt. Wir sollten ihn Arzal im Nordlager zurückgeben. Oh nö, muss ich jetzt ganz da nauffahren, oder was? Ja, das merkst du schon, ohne Fliegen, ne? Also, ich wäre mal echt dafür, dass Blizzard das irgendwann mal so macht, dass quasi sowohl, ne, diese beiden Inseln, hier Blutmythos-Insel und Azumythos-Insel und die Blutelfen-Gebiete mal auf dieselben Server kommen, weil die sind ja auf quasi extra Server, ne, und deswegen kannst du da halt auch nicht fliegen. Aber die sollten das einfach mal auf denselben draufpacken, dass du halt hier auch rüberfliegen kannst. Das ist halt irgendwie, ne, zum einen spielerisch ist es natürlich ein bisschen blöd, weil du nicht fliegen kannst und es viel länger dauert, als auch so ein bisschen von dem Spielgefühl, ne? Dieses Satyrlager wirkt verlassen, aber die Teufelsresonanz ist hier stärker als irgendwo sonst auf der Insel. Schauen wir mal. Wahrscheinlich auch wieder was Getarntes. Es ist zu still. Rechnet mit einem Hinterhalt. Hatun hat recht. Etwas ist hier verborgen und ich werde es finden. Tut, was ihr müsst, Arzal. Wir werden euch folgen. Maladath Enkil, Ma'ef Rakatiros. Okay. Weitere Teufelskondensatoren. Vergraben. Überall hunderte von ihnen. Naja. Wir müssen schnell handeln. Ruft Romul, wir brauchen seine Hilfe. Champion. Ich bin gerade mit Vorbereitungen beschäftigt. Was braucht ihr? Romul, schickt sofort einen eurer Generatoren zur Position des Champions. Was? Ja, Prophet, sofort. Berechne Transport. Generator ist unterwegs. So, dann quatschen wir mal mit dem Wählen, was der Schicke sagt. Hilfe. Hatun und ich überladen den Generator. Der Satyr wird den Energieanstieg spüren. Champion Arzal, haltet alles auf. Lass mich raten, jetzt kommen ein paar Mobwellen und am Ende kommt ein Boss. Wette, so wird's laufen. Die Struktur ist ja immer ein bisschen ähnlich bei diesen Questgeschichten. Mal ein bisschen Kettenblitz rein. Fleisch reiße! Nein!
Aber den haben sie jetzt ganz gut aufgenommen, ne? Also die waren ja ziemlich verfeinert davor noch. Wenn ihr diese Questreihe gespielt habt mit den im roten Draenei, also die Manadi. Schmeckt euer Blut! Ihr stört meine Pläne nicht noch einmal, Draenei. Meine Magie hat dieses Land erobert und wird bald jede Seele eurer Stadt verschlingen. Wir können HT ziehen. Video. Ah, okay, die sind über die ganze Zone verstreut. Deswegen Hunderte, was er vorher erzählt hat. Diese Bedrohung überstieg alles, was ich erwartet hatte. Doch gegen uns konnten sie nicht bestehen. Die Verderbnis ist fort. Die Blutmythos-Insel kann endlich heilen. Und unsere Völker auch. Gemeinsam. Ohne Glauben ist der Kampf schon verloren. Nun, ich habe euch nicht nur für diese Mission nach Azeroth gerufen, sondern auch für das Tishamat. Das Tishamat? Ich danke euch, aber meine Anwesenheit würde einen Schatten auf dieses Sakrament werfen. Habt keine Angst. Das erste Sakrament des Tishamat fordert uns auf, uns den Schatten unserer Vergangenheit zu stellen. Ich lade euch ein. Wie ihr wünscht, Prophet. Hatun, es mag wie eine leere Geste wirken, aber bitte lass uns reden. Das Tishamat verlangt, dass wir aus unseren Fehlern lernen. Ich werde darüber nachdenken. Lasst uns gehen. Okay, dann schauen wir uns das Tishamat mal an. Und ja, es geht hier um die Story, ihr habt da vollkommen recht. So, okay. Sagt mir bitte, dass der Generator aus gutem Grund inaktiv ist. Nein, lasst es lieber. Ich will es nicht wissen. Ist ein Generator je aus gutem Grund inaktiv? War da nicht vorher noch was gestanden? Wir begrüßen eure Hilfe. Ihr werdet verändert. Ihr werdet als unser Tishatan dienen. Dem Erinnerungshüter des Tishamat. Eine ernste Rolle. Sammelt die Gedächtnissteine unseres Volkes in diesem Behälter. Bringt sie zur Flamme der Begnadigung und heilt unsere Lasten. Wisst ihr, wie das aussieht? Das sieht so aus, ob ich der billige Hiwi bin, der hier das Essen verteilt. Ich glaube, nur deswegen bin ich hier dabei. Unsere Zeit ist gekommen. Wir werden ich will jetzt nichts sagen, aber ich irgendwie habe ich so das Gefühl, so langsam. In dieser Welt ist Böses am Werk. Viele zählen auf euch. Also da kann man anscheinend ein bisschen jetzt die Schatten der Vergangenheit erfahren, ne? Hütet euch vor Fremden, die Macht. Aber das speeden wir jetzt ein bisschen durch. Also ich lese mir jetzt nicht jegliche Schatten der Vergangenheit von den Kollegen hier durch. Oh, da muss ich doch schon... Warte mal, da mount mal auf. Ich habe jetzt auch hier so eine Ausrüstung schon an. Ist das die Traditionsausrüstung? Das könnte sein, ne? Die müssen wir uns nachher mal noch genauer angucken. Gebt nicht auf. Ach, schon mal, Akama ist auch hier. Guck mal an, den kennen wir doch. Nobundu kenne ich auch, warte mal, ich hätte mal so ein bisschen darauf achten sollen, mit wem ich da alles quatsche. Ich dachte, das sind jetzt einfach irgendwelche random Draenei, aber das sind tatsächlich Lore-Charaktere, die man kennt. Seid herzlich gegrüßt. Wir müssen Draenors Geheimnisse lüften. So, einen brauchen wir noch. Jetzt gucken wir mal, wo der letzte ist. Da wählen haben wir. Ah, guck mal, da oben ist noch einer. Arkenon Poros. Jeder Tag ist ein Segen. Das Glück sei mit euch. Verliert euch. Okay.
Ich muss einen persönlichen Geständnisstein herstellen. Das hat so ein bisschen Vibes von den Sündensteinen, ne? Die wir hier aus Revendreth kennen. Benötigt ihr meinen Rat? Was haben wir denn? Quest Magtai, Scharfseher Magtai, Konstrukteur, Magtai von Argus, von Draenor, von Exodar. Nehme ich mal Scharfseher. Ja, meine alte Heimat. Werft die Steine in die Flamme der Begnadigung. Spürt ihr Gewicht von eurer Seele verschwinden, während sie brennen. Nein. Sagt dem Propheten, dass uns die Lasten genommen wurden. Ach, so einfach ist das. Die Zeremonie kann beginnen. Das ist also so eine Art Beichte hier, oder? Freunde. Interesting. Ah, da gibt es jetzt dann auch einmal das Assemble und das Toy. Das sind wir, glaube ich, am Ende angelangt. Draenei, leiht uns eure Aufmerksamkeit. Die Zeremonie wird bald beginnen. Okay. Nicht jeder, der wandert. Gibt nochmal ein Video. Für viele von euch ist dies das erste Tishamat. Das letzte liegt weit zurück. Nur wenige erinnern sich daran. Aber selbst hier, an anderem Ort, zu anderer Zeit, bleibt seine Bedeutung gleich. Die Vergangenheit muss ruhen, um die Zukunft zu ergreifen. Wir müssen nicht mehr verstreut um Argus trauern. Wir errichten eine Stadt auf der Asche unseres Exils. Endlich sind wir zu Hause. Wie bauen die jetzt hier eine neue City auf, oder meint ihr das hier? Weil dieses Hologramm, was wir gesehen haben, sah jetzt ein bisschen anders aus als die Stadt. Ohne Glauben ist der Kampf schon verloren. Seid ohne euch hätte es diesen Moment nicht gegeben, Champion. Die Legion wurde durch eure Hand zerschlagen und unser Volk als Einheit neu geschmiedet. Zum Dank überreichen wir euch als Paragon unseres Volkes ein heiliges Gewand aus wertvollen Materialien von Argus. Atar Vahishana, Mat Irem Ita, unter dem ewigen Himmel wandeln wir gemeinsam. Okay, ich sehe zwar hier jetzt keinen Himmel, aber ist okay. Teemok nehme ich natürlich trotzdem mit, das würde ich sagen. Schauen wir uns das Ding mal an, das Assemble. Ein Haufen. Das ist. Holy moly, sind das viele Teile. Wait, habe ich da jetzt mehrere Sets gekriegt? Das sind verschiedene. Ach, da gibt es verschiedene Farbvarianten, deswegen sind das so viele Teile. Guck mal an, da gibt es auch noch verschiedene, das sind jetzt alles, also es gibt zwei Farbvarianten, so wie es aussieht, und dann gibt es auch immer eine Variante hier zum Beispiel bei den Köpfen, mit so einem Schleier davor und ohne, interesting. Okay, dann würde ich jetzt sagen, schauen wir es uns mal an, wie das genau aussieht, Traditionsausrüstung, aber das ist jetzt hier, das Set ist jeweils ohne, ne? Also ich muss sagen, das mit dem, das orange Set, ne, ist das coolere, finde ich. Also jetzt von den anderen Traditionsausrüstungen muss ich sagen, insgesamt, ja, ist vielleicht so. Also die Kristalle und so sind cool, aber ich finde das Set jetzt nicht so geil, muss ich gestehen. Aber wir teamoggen das jetzt mal trotzdem, weil wir es uns schon geholt haben. Und dann gucken wir mal. Na gut. Ich habe viele Glücksbringer. Also. Sets. Mal das gute Stück. Glaube ich, relativ weit am Anfang, oder? Weil es ja
Da haben wir... Also da sind die beiden. Wobei das Blaue doch nicht so schlecht ist. Ach komm, ich nehme doch das Blaue. Hat umentschieden. Aber da waren jetzt keine Waffen dabei, so wie ich das sehe. Das waren hell. Nee. Also Waffen kriegst du da anscheinend nicht zu. Naja, gut, waren jetzt schon relativ viele Teile. Gut, jetzt könnte ich mir da noch irgendwelche coolen Kristallwaffen oder so dazu transmocken. Mal gucken, ob es da irgendwelche Faustwaffen oder Äxte gibt. Schauen wir mal. Toll, das hat jetzt irgendwie nicht funktioniert. Was haben wir denn? Vielleicht haben wir auch eine Legion-Artefaktwaffe. Cool aussieht dazu. Naja, die passt eher jetzt nicht so. Jetzt gucken wir mal. Ich glaube, naja, Faustwaffen wird eher nichts sein. Aber vielleicht irgendeine coole Kristallaxt, die da dazu passt. Cool, gut, ich habe 27 Seiten. Mal gucken, ob wir da eine haben. Soll die noch dazu nehmen? So was in die Richtung, ne? Aber das, ja, passt so halbwegs mit den blauen Äxten. Das ist jetzt auf Seite 9, das merken wir uns mal. Die ist auch nicht so schlecht. Na, nee, die passt nicht so ganz. Wird wahrscheinlich, das ist aus Burning Crusade eine, ne? Netaban. Die könnten wir wahrscheinlich zu dem anderen, zu dem bisschen, zu dem orangen Set anziehen, ne? Das diese lila Kristalle hatte. Okay, ich dachte, ich habe irgendwo noch eine coolere Axt, wenn ich ehrlich bin. Da war jetzt eigentlich fast die beste jetzt, die jetzt da dazu passt, ne? Die relativ weit am Anfang war. Was haben wir gesagt? Seite 9 war es, glaube ich, die hier. Ja, die, also die passt jetzt nicht hundertprozentig dazu, aber so halbwegs zumindest. Halbwegs. Natürlich auch sagen, dass man jetzt da links guckt, noch Streitkolben. Vielleicht hätte man da noch irgendwas Cooles dabei. Aber ich sehe mich jetzt irgendwie eher bei Äxten, muss ich sagen. Die sehen ja ziemlich fancy aus. Da gibt es schon ein paar ganz coole Waffen, aber ich bin ja selber jetzt nicht so jemand, der oft Sachen T-Mock tatsächlich. Aber ich dachte mir, jetzt kommt zum Set, können wir jetzt mal schon schauen. Irgendwie sowas, bloß in halt einem blauen Kristall, ne? Das wär's halt. Der hätte schon was. Hat zwar jetzt auch nicht so ganz die Farbe, aber leuchtet auf jeden Fall cool. Den merken wir uns mal vor. Ich glaube, der ist fast noch ein bisschen besser. Da hinten sind die ganzen einfachen Waffen. Ich glaube, ich nehme zweimal den. Der sieht cooler aus. Der leuchtet fast ein bisschen. Nee, komm, ich nehme die Axt. Scheiß drauf, ich nehme die Axt. Ich nehme die Axt. Lass mal's basic. Sonst ist es ein bisschen zu viel Geleuchte. Wo hatten wir die Seite 9, hatten wir gesagt. Können wir vielleicht nur irgend so eine Ding drauf machen? Irgend so eine VZ, das ein bisschen leuchtet. Gut, das ist ein bisschen viel. Irgendwas, was ein bisschen glitzert. So, ja, hier. Was ist denn das? Kaltlicht heißt das. Schauen wir mal, was alles gibt. Wölfe. Aber Kaltlicht fand ich, glaube ich, am besten. Dann leuchten sie wenigstens ein bisschen. Ja, guck mal, jetzt hat das... Das geht das schon ziemlich in die Richtung von den Schultern. So, packen wir mal die Waffen aus. Gucken uns das mal an. Und nun lebt wohl. Also es ist nicht ganz getroffen, aber es geht auf jeden Fall in die Richtung. Ja, es ist ganz okay, muss ich sagen. Aber die Dings fand ich jetzt... Also da gab es andere Traditionsausrüstungen, die definitiv cooler aussahen. Juti, dann sind wir jetzt tatsächlich... mit der kleinen Questreihe beziehungsweise mit dem Video durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne das nächste Mal wieder. Euer Tila, bis dahin. Ciao.